Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Diablo 3 Reaper of Souls. Wir stehen jetzt hier immer noch. Die ohne Bekenntnis zum Maltael gestorben sind, müssen in voll der Laberhannes. Wir stehen jetzt hier in unserem Lager, in unserer neuen Stadt, wenn man so will. Oh, hier haben wir noch ein paar neue Diamanten. Yeah. Edelsteine. Sehr schöne Edelsteine. Widerstand gegen alle Schadensarten. Plus 62. Oh, das ist so schön. Haben wir vorher nie gehabt. Jetzt haben wir schon 4 Stück. Da können wir noch schöne Sachen mitmachen. So, aber wir wollen erstmal gucken, unsere Gegenstände, die wir noch haben. Die hier. Arkanstaub, das behalten wir. So, das behalten wir auch. Die anderen Sachen, das würde ich auch lieber gerne nochmal behalten. Man weiß ja nie. Verkaufen können wir es ja im Nachhinein immer noch. Genau wie das hier. Unseren legendären Gegenstand hier auch. So, und den Rest können wir aber eigentlich mühelos verscherbeln noch. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Wir müssen ja ins Adelsviertel nach Westmark, denn Urzael, oder wie der heißt, ja, den müssen wir aufhalten, den miesen Scheißer, den. So, und hier können wir nichts verkaufen. Was mache ich denn da? Wir müssen hier zu das ist die Verzauberin, zu dem Kind da. So. Mit den meisten meiner Waren kann ich ziemlich gut umgehen, wisst ihr? Okay. Wissen wir nicht, aber ja, ist auch gut. Was haben wir so Schönes? Leider nichts für uns. Reparaturen angelegt, Gegenstände natürlich nur. Das werde ich nicht tun. So. Ich wollte gerade sagen, ich war bei Reparieren, deswegen hat es nicht geklappt. Wir wollen die Sachen ja verscherben hier. Plup, 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 plup. Alles schön verkauft. Wir haben 1,7 Millionen. Wir haben ja 100.000 ausgegeben für unsere Edelsteine, für unsere Verzauberung. Und deshalb müssen wir weiter. So, Adelsviertel steht ja gerade völlig in Brand. Denn Maltael hat es angegriffen. Adelsviertel von Westmark. Na, schauen wir mal nach, was da los ist. Oh, Alter. Okay. Okay, 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 okay. Hier haben wir den Schnellreisepunkt. Warum leuchtet der nicht? Hallo? Hm, das ist ja doof. Naja, wird schon funktionieren. So, Tür auf. Und los geht's. Haha, Alter, der Bogenschütze war gleich wieder futsch. Hier haben wir eine Tür. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, was wollt ihr? Was wollt ihr, hä? Komm, 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 komm. Traut euch ruhig, traut euch ruhig. Ihr seid alle tot, Mensch. Knack. Feuerallee. Okay. Hier ist aber wenig Feuer. Hoffe, dass es Feuerallee heißt. Okay, die Zombies brennen ein bisschen, aber ich meine, mein Gott. Soll man sich nicht so anstellen. Ratz. Und down. Nicht genug Wut. Knack, jetzt aber weg. Mit solchen Gegnern draufhauen. Das geht noch nicht. Wie mit solchen Gegnern? Ach, wieso? Was ist hier los? Boah, da kommen schon wieder ein paar. Da kommen schon wieder ein paar Derbe. Die sind blau. Okay, okay. Aber kein Problem. Kein Problem. Auch das schaffen wir. Komm schon, die hauen wir weg. Und da ist auch der weg. Ah, ein Freund haben wir noch. Ein Inferno-Zombie. Auch ein netter Name. Inferno-Zombie. Wir haben diese Welt gerade zu einem besseren Ort gemacht. Okay, damit haben wir die Feuergasse, wie scheint, auch schon beendet. Ja, okay. Wenn wir die Welt damit zu einem besseren Ort gemacht haben, wie unser Templer sagt, können wir zufrieden sein mit dem Ergebnis. Sterben, genau wie Diablo. Ich brauche das Wut. Ja, Maltael müssen wir aber erstmal finden. Ihr erstaunt mich immer wieder. Ja, mich ehrlich gesagt auch. Manchmal ist er voll Depri, der Typ. Und jetzt erzählt er, wir schauen Maltael einfach mal kurz eben weg. Wir dürfen aber nicht vergessen, er ist ein Engel, ne? Der wird schon nicht ohne sein. Obwohl, Diablo haben wir auch besiegt. Was soll's? Wenn Maltael der Meinung ist, er muss jetzt eine flammende Mike. Er muss jetzt eine absolute Überöse machen. Überböse machen. Okay. Doch nicht. Da haben wir gerade einen Erfolg bekommen. Ich habe mit dem Ding auch Wasser rein. Dann soll er das machen. Aber dann muss er auch damit rechnen, dass er genau dasselbe Schicksal allein wird wie Diablo. Ich brauche hinten, Alter. Zeit. Voll der Apfel. Steht da dahinter und greift einfach hinterher dich an, ne? Voll der Penner. Na, die hauen wir weg, Alter. Die hauen wir weg. Das geht noch nicht. Denn wir wissen ja, auf unserer Waffe den Buff. Pro getöteten Gegner 3100 Leben dazu wieder.
So. Rechts oder links? Oh, hier ist einer. Dann gehen wir rechts rum. Auch wenn das wahrscheinlich wieder verkehrt sein wird. Oh, ja, mal ein paar. Ratz. Aufgeräumt. Noch nicht bereit. Oh, ey, hier sind schon wieder ein paar mehr. Und schon wieder eine flammende Maid. Ey, was ist denn hier los? Okay, erstmal machen wir den Typen hier weg, der schneller tot. Oh, Alter. Okay, war doch keine so gute Entscheidung, der zu laufen. Wir haben nur noch mehr angelockt. Okay, jetzt sind wir hier in der Sackgasse. Alles klar, kein Problem. Alter, du da, ne? So. Okay, jetzt. Ja, flammende Maid. Ein bisschen erledigt, ne? Nicht genug. Du bist ein bisschen erschöpft, Mädchen. Sag mal nicht so eine. Leg dich hin da, ja. So ist besser. Dann hast du deinen Job gefunden, so. Oh, was bist du für einer? Ich bin allein unterwegs, ne? Solltest du überlegen, ob du mit uns anlegst. So. Ja, war. Alter, was zum Einzelnen? Ey, schon wieder eine. Das gibt es das doch nicht. Das geht noch nicht. Ja, echt mal. So, Ruhe an, Freunde. So viel Zucki hier muss es gehen. Knack, 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 knack. Tja. Das ist die flammende Maid-Geschichte, Alter. So, flammende Maid, 3 von 3. Das war eine Nebenquest, haben wir erledigt. Noch nicht bereit. Okay, was geht hier, der war? Aber wieder so ein, alles klar. Alter, der zaubert schon wieder von eingefroren. Oh, ein Bestrafer. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Super, Freunde sind schon wieder weg, ne? Meine Güte, die sind immer so schnell. Das geht noch nicht. Ja, das geht noch nicht, hoffe ich, ja, Mann. Mach einfach. So, ich will das da einsammeln. Sehr schön. Und weg. Tschüss, mein Freund. Ey, falsche Seite. Komm rüber. So ist besser. Nicht bereit. Und zicki-zacki. Na, hier geblieben. Du auch. Junge, Junge, Junge. So. Ja, gehen wir hoch oder gehen wir unten weiter? Ich brauche mehr Zeit. Komm, wir machen mal einen auf Kartenentdecker. Gehen wir unten weiter. Komm schon, drauf. Das geht noch. Der Bestrafer muss weg. Wir kennen das von Erkan und Stefan. Mauer, Mut, weg. So machen wir das mit dem. Und zack. Erledigt. Ja. Okay, hier scheint irgendwie in der Mitte ein Punkt sein. Och, wow, wie. Noch nicht bereit. Teuflischer Hund. Oh. Das ist aber ein großer. Rudelführer, okay. Er ist der Rudelführer, alles klar. Es ergibt natürlich Sinn, dass er dann so riesig ist. So, hier machen wir schön wieder eine Sackgasse aufgedeckt. Herrlich. Da sind wir ja Profis drin, ne? Nehmen wir doch dann einfach mal die erste Abzweigung hier. Schwupp. So. Niemand entkommt dem Tod. Ja, stimmt. Du auch nicht, Maltael. Maltael ist geil. Ich habe uns gerade eine kleine, nicht ganz so freundliche Nachricht hinterlassen. Was sterben wird er dennoch. Den Schiss haben wir deswegen jetzt nicht vor ihm. Ganz im Gegenteil, sogar ich freue mich eigentlich auch. Noch nicht bereit. Diablo war ja ein bisschen, ja, low. Wo wir den Schwierigkeitsgrad ja auch hätten hochstellen können, wäre es natürlich anders abgelaufen. Dann wäre Diablo schon eine richtige Herausforderung gewesen, bin ich mir sicher. Ich würde gerne noch ein bisschen gegenstandsmäßig noch ausrüstung gehen, ein bisschen höher. Ein klein Tick besser. Und dann würde ich hier auch schon Gehör stellen. Alles klar, machen wir. Ja, wir sind dabei. Das geht noch nicht. Rettet den Mann. Okay, machen wir. Ruf unsere Uhr an, Freunde. Da sollen die aufräumen hier. Zicki, zacki geht das mit denen hier, aber richtig derbe. Noch nicht bereit. Ja, die große Todesmaid machen wir auch weg. Ich danke euch. Wäre ich dem Inferno auch nur einen Moment länger ausgesetzt gewesen, wäre ich mit Sicherheit gestorben. Kein Problem, wir helfen noch gerne. Tötet Clawgate. Okay. Ach, das ist Clawgate. Oh mein Gott. Und unsere Uhrenfreunde sind gleich wieder weg, ne?
sterbe. Shit. Okay. Ja, ist okay. Wir nehmen erstmal diese komische Munde hier. Boah, die sind blau, Alter. Das geht noch nicht. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder voll ins Klo gegriffen, ne? Mehr Wut. Dass ich die teuflischen Hunde vorher schon gerufen habe. Obwohl, ja, jetzt gerade sieht er noch ganz okay aus. Was natürlich aber auch daran liegt, dass wir gerade teuflischen Hund gekillt haben, zwei Stück, und die natürlich unsere Frau auch wieder aufgeladen haben. Zeit. Ah, das ist nett. Okay. Ja, er ist weg. Und 1,2 Millionen Erfahrungspunkte. Tack. Haha. Edgy Badge. Ne. So, da oben kommen wir wahrscheinlich wieder rechts dann zu unserem eigentlichen Weg vorher zurück, ja. So noch nicht Haus. Bereit. Können wir natürlich schnell aufdecken. So. Wollen wir hier lang aufdecken. Was haben wir da? Eine Kiste haben wir. Okay. Auch das Grausigste, was wir auf unseren Reisen gesehen haben, hat mich nicht auf diesen Anblick vorbereitet. Tja, so ist es aber, mein Templer-Freund. Damit musst du jetzt leben. So. Ich brauche mehr Zeit. Batz. Sehr schön. Und der Tempel hat man da hinten irgendwie einen Zauber oder so? Das geht noch nicht. Okay. Wir müssen irgendwann jetzt wieder, bin ich der Meinung, Richtung, da haben wir es, bevor ich gerade sagen, Richtung Mitte kommen. Denn da muss ja auch unten in der Mitte war ja auch noch ein kleiner Weg aufgedeckt werden wieder. Also werden wir wohl schon 100% wieder zusammenstoßen und so, danach sieht das gerade auch aus. Ich brauche mehr Zeit. Oh, unten läuft wieder Werbung. Power Leveling, Diablo, bla 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 bla. Alles nur Geld mache. Wenn ihr das wollt, Level abmäßig. Zockt das Game. Das gehört einfach dazu, um damit zu steigen. Was bringt euch das, wenn man das zockt so, weil, oder nicht zockt, hat dann den stärksten Charakter so mit. Zeit. Und am Ende, ja, man hat ja gar nichts gemacht bis hier. Das ist doch scheiße. Und dafür auch noch viel ohne Geld zu bezahlen. Dafür um noch Geld zu bezahlen. Nee. Bloß nicht, Freunde. Zockt das Spiel. Es bringt richtig Bock. Oder schaut es euch bei mir auf dem Channel an. Ich hab mich auch gut drüber, wenn ihr das macht. Aber bezahlt kein Geld, um im Level zu steigen. Niemals. Egal bei welchem Spiel, auch nicht bei World of Warcraft oder so. Das geht zockt noch lieber nicht. Lernt eure Fähigkeiten kennen, lernt die Attacken kennen und. Sucht euch das, stellt euch das so zusammen, wie ihr mit einem besten Charakter kommt. Und dann macht ihr es genau so, aber nicht. Noch nicht bereit. Nicht so machen lassen, das ist doof. So, dann macht euch lieber einen Account, schreibt mich an und wir zocken Diablo gemeinsam. Das geht und besiegen noch nicht. Malta, ihr kommt jetzt auf ein viertes oder fünftes Mal. Oder Diablo. Dann bin ich der Letzte, der was gegen hat. So, hier ist Aufdecken angesagt. Bisschen voll die weihnachtliche Musik, Alter, für sich alles brennt. Ich könnte man jetzt voll so stimmen. Ich brauche mehr Zeit. So, was haben wir hier? Da, ah. Da ist Aufdecken angesagt. Aber die Mitte ist nicht aufgedeckt. Muss doch irgendwas sein. Gehen wir nochmal nachschauen, ganz ehrlich. Ah, warte mal. Noch nicht bereit. Hier geht's irgendwie lang. Ist das nur so ein Bogen oder was? Nur so eine Kurve hier. Ja, scheint so. Ja, leider. Okay, jetzt haben wir das alles. Okay, dann geht's da oben lang. Dann ist das also der richtige Weg. Okay, wir haben alles also wieder aufgedeckt. Und am Ende sind wir wieder falsch gelaufen. Ja. Ey, mein Gott. Es ist ja immer noch Diablo Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Diablo. Was haben wir immer noch? Eure Chance, legendäre Gegenstände zu finden, ist um 100% erhöht. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass wir echt mal ein paar finden. Und nicht immer nur davon lesen. So, die flammende Maiden, da haben wir alle gekillt. Den Bonus würde ich ja gerne mal sehen, den es am Ende gibt. Den einen Typen haben wir auch gerettet.
Eigentlich haben wir doch hier dann wirklich, glaube ich, mehr oder weniger alles gemacht. Reichtum. Und ob das ein unvorstellbarer Reichtum war, die 100 Münzen oder was das waren, oder 100 Gold da, ich weiß ja nicht. Ich brauche das. Also da ist der Reichtum, den wir insgesamt haben, schon um einiges höher. Komm schon, komm schon, komm schon, hau die weg, hau die weg. Immer wegklatschen, Typ. Oh, unser Zieler von Karte angezeigt. Knacke, sieht doch schon ganz anders aus. So, wo geht's hier lang? Wahrscheinlich wieder Sackgasse, aber auch der Knochen trotzdem. Oh, ein blauer Gegner. Noch nicht bereit. Und Uran, Freunde rufen. Komm schon. Oh, die waren doch nicht blau. Die haben einfach nur blau geleuchtet. Oh, jetzt sind wir in der Sackgasse. Toll, jetzt haben wir unsere Uran, Freunde gerufen. Wir brauchen die gar nicht. Och, Mensch. Na, dann gehen wir nochmal ein Stück weiter. Und decken hier nochmal ein bisschen die Karte auf. Hier haben wir mal einen goldenen das Gegner. Geht noch nicht. Captain Shelly oder so. Ja, Kapitän Shelly. Alles klar. Hauen wir nochmal schnell weg. Ich brauche mehr Zeit. Und weggehauen. Sehr schön. Ist nochmal was anderes. Und zwar Kliftenhalle. Okay. Betrete die Haupthalle. Alles klar. Machen wir. Müssen wir wohl hier reinführen. Da ist die Tür. Noch eine Tür. Alter. Lord Winden. Ey, der ist voll groß, der Typ. Es ist vollbracht. Die Blutlinie von Rakkes kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Die haben den König gekillt. Und damit meint ihr euch? Meine Großmutter war die Tochter Corellans. Er hat sich jedoch nie zu ihr bekannt, da nicht die Königin ihre Mutter war, sondern eine Kurtisane. Oh. Mit der Unterstützung der Bauern werde ich die Westmark zu einem friedvollen, gerechten Ort machen. Na, der Faulenzerei der Wohlhabenden wird ein Ende gesetzt. Natürlich wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur ein kleiner Preis. Ihr habt euren König verraten, während die Stadt litt. Und nun glaubt ihr, Lump, dass die Menschen euch folgen werden? Genau so sieht's mein aus. Mein gesamtes Leben habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet, Barbar. Du, Junge, hast alle verraten. Da sieht's aus, nur um eigenen Profit zu ziehen. Und das, mein Freund, ja, werden wir nicht unterstützen. Und deine Typen, die zu dir hier halten, weil sie der Meinung sind, das ist richtig, die Rebellensoldaten, die werden wir auch mit wegklatschen. Den Magier auch mit weghauen. So sieht's aus. Das geht noch nicht. So. Und der da hinten hält ein Schutzschild aufrecht, ja? Okay. Gleich nicht mehr. Noch nicht bereit. So. Und nun bist du fällig, Junge. Lord Winden. Das geht noch nicht. Du warst nicht lange an der Spitze dieses Königreiches. So, aber Magier kommt immer wieder neu, gut zu wissen. Ich brauche mehr Zeit. Die respawn. Okay, das heißt, wir müssen diesen Lord Winden schnell jetzt umhauen. Oh, das ist da unten schon wieder der nächste, ne? Das geht noch nicht. So. Und drauf auf den Magier. Und jetzt können wir diesen Lord Winden wegklatschen. Gibt's doch nicht mehr nächste Magier. Zeit. Ey, diese Magie ist echt nervig. Pass auf, ich rufe jetzt unsere Uhr an, Freunde. So, Magie umhauen. Magie umhauen. So, Magie umhauen. Doch nicht. Kommt schon, Uhr an, Freunde. Kommt schon. Haut den Magie mit weg. So sieht's aus. Und jetzt den Lord Winden weg. Ich brauche mehr Zeit. So, komm schon, komm schon. Da ist er futsch. Alles klärchen. 1,47 Millionen halt. Auch wenn euch nicht mehr euer Glaube antreibt. Bevor mich der Orden... Mir ist bewusst geworden, dass meine persönlichen Gefühle nicht von Bedeutung sind. Mein Volk stirbt und es braucht seinen König. Unser Widerstand beginnt heute. Und ausgerechnet Lord Winden hat uns die Mittel dazu gegeben. Diese Seelenernter werden Westmark nicht bekommen. Das schwöre ich bei meinem Leben. Er war wenigstens ein richtiger König. Er wäre für sein Volk gestorben und nicht so hinterhältig, wie der das gemacht hat. Und vor allem, er hat ihn auch noch voll dann ins Gesicht gelungen, den Typen, ne? Echt so ein Bastard, ey.
Naja, jetzt ist er weg. Oh, Alter, was haben wir hier? Armschutz. Oh, gegen unseren legendären Armschutz ist er so stärker. Für jeden betäubten Gegner im Umkreis von 25 Meter erleidet ihr 11% weniger Schaden. Boah, aber trotzdem, der ist ja viel besser, ey. Kampfbereit, okay. Neuer Erfolg. Boah, Alter. Da haben wir nichts Vorteilhaftes von. Davon auch nicht. Hier haben wir so einen. Oh, plus 62 Stärke. Haben wir irgendwo einen leeren Sockel? Da haben wir einen. Warte mal. Sonstiges. Plus 62 Stärke würde der bringen. Boah, Alter. Den bewahren wir nochmal auf. Den bewahren wir nochmal auf. Aber Atem des Todes. Das ist das, was wir brauchen, oder? War das nicht so? Ich glaube, ja. Hier, dieselbe Waffe nochmal. Mit erhöhtem Angriff aber. Plus 1300 Leben. Zähigkeit, Vitalität. Ah, die fehlt komplett. Da ist das Problem. Schade, hätte mich auch drüber gefreut. So. 22, 7, Leiche. Da oben sind Gegner. Wir reisen einmal schnell zurück in die Stadt. Ja. Den Turm von Korilan haben wir eigentlich schon gefunden jetzt. Aber ich will einmal unsere Tasche ausleeren. Wenn nämlich gleich ein derber Kampf kommt, will ich nichts liegen lassen. So, erstmal die Sachen auf jeden Fall behalten. Das packe ich mal eben hier hin. Oh, über den freue ich mich voll. So, dann das hier und das sind jetzt alles Sachen zum Verscherben. Obwohl, warte mal, legendäre Armschiene behalten wir mal. Ich glaube nämlich, irgendwann wird es bestimmt einen Erfolg geben, wenn man alles legendär hätte. Und wenn wir dann Ausrüstungsgegenstände haben, um das ein bisschen zu pushen, haben wir dann nochmal einen coolen Erfolg eingesammelt, den ich gerne haben möchte. Wo war nochmal die eine Waffe eben? Da. Die behalten wir auch nochmal. Ich will mal gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwann später einfach zähig leeren Sockel ran, dann vielleicht Zähigkeit da irgendwie ein bisschen drauf bolzen. Das sehen wir dann noch. Den Rest schnell versterben. Alles, was ich vorher sagte, ist eingetreten. Bereite dich auf das Schlimmste vor, hat mein Bruder immer gesagt. Dein Bruder war sehr weise. Denn in der Welt hier muss man sich auch echt immer aufs Schlimmste vorbereiten. So, 1,8 Millionen. Ab durch unser Teleporting. So, und weiter geht's. Schnell mal die Leiche plündern. Den wegbolzen. Hier ist Sackgasse. Okay, auf der anderen Seite machen wir es auch so. Denn der kleine Pisser hier hat mich angegriffen. Was ich schon überhaupt gar nicht gut finde. Hier, hallo, Baba, mach das mal kaputt da. Kannst du das nicht mal kaputt machen? Hat aber keinen Bock drauf. Gut, was soll's. Dann gehen wir mal in den Turm von Korilan. Hallo, rein. So, keine Menschenseele, Erfolg. Schön, die Erfolge ploppen mir gerade auch so ein bisschen auf. Oh. Ist der Ursae? Oh, ja. Mein Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Das werden wir noch herausfinden. Du falsche Engel. Ursael, du bist auf jeden Fall bald Geschichte. Ihr tötet niemanden mehr. Das schwöre ich. Oh, Alter. Alter, wir machen den kaum Schaden. Der ist krass. Okay, ich hole unsere Uhr an, Freunde. Die werden wir in dem Kampf auch nicht nur einmal rufen, so wie das aussieht gerade. Alter, der hat ja richtig live, der Kerl. Das geht noch nicht. Ja, wir haben jetzt gerade mal ein Viertel abgezogen. Und jetzt halt den Heil-Dings aber ich gar nicht benutzen noch nicht. Den hätte ich mir lieber aufgespart. Sehe ich anders. Wir sind gerade ein bisschen betäubt. Ah, jetzt geht's wieder. Ich brauche mehr Zeit. Alter. Wenn er so Feuer macht da, dann ist er schon hart. So, schnell ausweichen. Harter Fight, harter Fight. Das geht noch nicht. Oh, fuck, Alter. Er mit seinem Feuerscheiß da, ne? Überall fällt die Scheiße vom Dach. Krass. Okay. Wir müssen wieder drauf.
Okay, unser Leben regeneriert sich. Bisschen ausweichen, so schön. Bisschen Flächenattacke. Das geht noch nicht. Außer Entfernung. Okay, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Bisschen ausweichen, ausweichen, ausweichen. Ah, da haben wir noch so ein Teil hier. Okay, gut. Oh, wir brennen, Alter. Okay, Heiler, nehmen wir mal. Ich brauche mehr Zeit. Oh ja, die Zeit wird gerade echt stark. Du hast ausnahmsweise mal recht. So, wir haben jetzt die Hälfte. Wir hängen auch ein wenig in den Seilen, wenn man das so sagen darf. Okay, wir sollten ein bisschen rumlaufen, ein bisschen hier ausweichen vor den runterfallenden Sachen. Ah, das Ding ist wieder aufgefüllt. Okay, ja, dann ist ja gut, dann ist ja gut. Mehr Wut, ich brauche ja mehr Wut, alles klar. Haben wir aber gerade leider nicht. Okay, ich rufe unsere Uran-Freunde wieder. Die sollen natürlich wieder mit draufhauen, ordentlich. Oh, Alter. Okay, ich nehme den Heiltrank, hier den Heilbrunnen. Das geht noch nicht. Und wieder drauf. Komm schon, jetzt drauf. Wenn sie da sind, müssen wir voll Gas geben. Voll draufballern. Ich brauche das richtig fetzen, okay. Okay, nicht mal mehr ein Viertel. Der hat nicht mal mehr ein Viertel. Ja, den packen wir. Soll er ruhig dahin springen. Der ist weg. Touch. Komm schon, da haben wir ihn. Und eine neue Stufe. Und eine Belohnung, Bannersiegel. Neue Rune für Erdrutsch. Laha. Oh. 1,7 Millionen Erfahrungspunkte, 17.040 Gold. Und Maltaels Geist ist da. Mal sehen, was er zu sagen hat. Nie fallen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Du bist verrückt, Junge. Kehrt zur Enklave der Überlebenden zurück. Mist. Jetzt haben wir natürlich besiegt, aber Maltael bleibt bei seiner Meinung. Ey, der ist doch völlig verrückt, der Typ. Boah, wir haben neue Beinschutz. Erhöht den Schaden von Spalten um 15%. Nur Baba. Okay, das ist geblieben. Erhöht den... Aber Schaden ist hoch und Zähigkeit auch. Rüsten wir natürlich aus, ne? Freuen wir uns drüber. Was haben wir hier? Oh, ein Gürtel. Stärke, Vitalität. Plus 10% Leben. Plus 285 Rüstung. Plus 11 maximale Wut, Baba. Getötete Gegner gewähren. Plus 96 Erfahrung. Ja, komm. Machen wir natürlich trotzdem. Unser Schaden steigt. Und unsere Zähigkeit. Wie viel Life haben wir eigentlich jetzt? 181.000, das geht ja langsam. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, in die Stadt zurück. Stufe 63, ja, wird. So. Achso, können wir schnell mal noch Tasche lernen. Ist ja jetzt gerade eh nicht so viel. Bleibt bewaffnet und bleibt am Leben. Das ist meine Devise. Machen wir. So. Und dann gehen wir wieder mit Tyrael sprechen und sagen ihm mal, was passiert ist. Da ist er, immer noch verletzt. Urzael ist tot. Seine Seelenernter sollten nun leichte Beute sein. Ihr habt Westmark gerettet. Kein Problem. Doch wir wissen noch immer nicht, weshalb Maltael den Seelenstein will. Und er wird mit jeder Sekunde stärker. Uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Okay, dann wollen wir mal schauen. Was haben wir hier bekommen? Eine schöne Waffe, die vom Schaden her aber und von allen anderen Sachen ja nicht besser ist als unsere. Und naja. So. Wir sollen mit der Verzauberin sprechen. Machen wir mal. Was hat sie zu sagen? Cheldo, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Oh. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Egal, hau raus. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Oh nein. Adria. Adria. Die Alte ist abgehauen damals. Findet den Eingang zur Gruft von Rakis in den überwucherten Ruinen. Ja, Adria, die alte Schnepfe, die Mutter von Lea, ist ja damals abgehauen, geflüchtet, ja, als, oder was heißt geflüchtet, Diablo hat sie weggeschickt,
Aber dann tauchte sie auch nicht mehr auf. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Warum? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Aber Adria wird trotzdem für ihren Verrat bezahlen. Ja. Das wird sie, alter Schwede, und zwar richtig. Ich habe Urzael und die Seelenernter besiegt und den Menschen von Westmark ihre Stadt zurückgegeben. Morath und ich werden Adria den Blutmarschen suchen. Sie weiß, wie wir Maltael finden können. Sie wird es mir erzählen und dann für ihre Taten büßen. Genau. Darum sind wir jetzt hier. Wir suchen die Hexe. Mit einem neuen Freund, Noad Nar. Um ihn zu sprechen. Okay, ja, können wir gerade nicht. Schade, ich dachte, er vielleicht irgendwas zu sagen. Der Templer, hat er was zu sagen? Reden? Cormacs Unwahrheit. Cormac, euch scheint etwas zu bedrücken. Schon zu lange lebe ich mit dem Wissen, dass mein Orden Initianten foltert und ihren Verstand manipuliert. Okay. Ich muss wissen, was das Ausmaß dieser Verderbnis ist. Wenn mein ganzer Orden korrupt ist, was heißt es dann, ein Templer zu sein? Wer bin ich dann? Du bist der Retter der Erde. Ein ehrenvoller Mann, der sein Leben in den Dienst einer Sache gestellt hat, die ihr für bedeutsam hieltet. Doch ich irrte mich. Oder nicht? Die Schuldigen werden für ihre Taten gerade stehen. Das schwöre ich. Da werden wir dir bei helfen, genauso wie du uns hilfst. Aber nun stehen wir hier. Die Mission, die Hexe wartet auch. Aber die werden wir in der überwucherten Ruine erst suchen in der nächsten Folge von Diablo. Also bleib dran. Das war Diablo 3 Reaper of Souls für heute. Und ja, wir haben Urzael aufgehalten. Na, endlich. Wir haben ihn richtig schön weggequetscht. War aber auch ein harter Fight, oder? Also, der hat uns wirklich mal auch so langsam an die Grenzen gebracht. Und der ist schon gut abgegangen. Aber besiegt haben wir auch den. Wir sind jetzt auf dem Weg, ja, um Adria zu finden. Mit der habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. Die habe ich wohl vergessen, die Alte. Aber die packen wir uns. Für den Verrat in der Hauptstory und dafür, dass sie den Seelenstein benutzt hat, um ihn in Leer zu pflanzen und Diablo damit wiederzuholen, ja, damit muss sie büßen. Aber wichtiger ist gerade jetzt noch dazu, dass sie uns sagt, wo wir Maltael finden, damit wir ihn aufhalten. Denn er, ja, er ist die jetzige gerade richtig große Gefahr. Aber dazu mehr in Diablo 3 Reaper of Souls in der nächsten Folge. Also bleibt dran, haut rein. Euer Jardi. Ciao.